Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung 7 Himmel Bonus Episode 2. Wundersamer Fluffeluff. Macht Spaß. Unglaublich aufregend. Genau. Ferne Länder, unerschlossene Gebiete. Man bereist viele beeindruckende Orte und enträtselt die Mysterien, die man dort entdeckt. Ah, oh, wirklich? Und von jeder Erkundung bringt man Schätze und Erfahrungen mit zurück. Oh, hört sich super an. Man muss dranbleiben und immer sein Bestes geben. Schwierigkeiten lösen, bis man eines Tages seine Träume erfüllt. Ich gebe dir ein Beispiel. Diese geheime Karte hier. Amaldo, gib Fluffeluff die geheime Karte. Yeah. Falls sie auseinander und sieh sie dir einmal an. Sie sieht aus wie eine. Sie sieht wie eine Karte aus, auf der eine Position eines großen Schatzes verzeichnet ist. Aber sieh mal ganz genau hin. Diese Zeichen ergeben irgendwie keinen Sinn, nicht wahr? Solange ich diesen Geheimcode nicht knacken kann, werde ich niemals den genauen Ort des Schatzes erfahren. Aber du bist nur ein Kind, du wirst es kaum verstehen. Ich habe lange Zeit daran gearbeitet, aber es war bis heute nicht geschafft, den Code zu knacken. Und Fluffeluff wird es jetzt schaffen. Wie dem auch sei, ich gebe nicht auf. Das kann ich nicht. Wenn ich diese Herausforderung bestehe, wird es eine Zukunft für mich geben. Das ist es, was das Sekunden ausmacht. Die Spannung davor, eine heiße Spur zu entdecken und sie zu verfolgen. Genau das macht das Erkunden so verlockend. Hey! Ahaha, angekokelt. Hey, Junior! Was machst du denn? Hör auf damit! Wasser! Oh, ja genau, Aquaknarre. Oha, oha, meine wertvolle geheime Karte. Oh Gott, völlig verkohlt. Sieh mal. Was? Unter den angekuckelten Teilen, da ist noch etwas. Wenn du die schwarzen Teile wegwischst, ist da nicht etwas Besonderes? Fluffeluff wischt die schwarzen Teile der Karte zur Seite. Was? Genau hier. Da steht etwas geschrieben. Genau geschrieben. Östliche Höhle. Wirklich? Kann es sein, dass dort ein Schatz versteckt ist? Ja, genau. Ich wusste es. Hahaha. Das ist ja. Aber wie kamst du? Wie kamst du hinter das Geheimnis der Karte? Als ich mir die Karte ansah, bemerkte ich, dass sie ziemlich dick war. Also dachte ich mir, dass die Karte wohl zwei Lagen haben muss. Aber ich sah keine Möglichkeit, die obere Lage zu entfernen. Also dachte ich, angucken! Dieses Kind. Ich habe mir so lange darüber den Kopf zerbrochen und dieser kleine Racker löst das Rätsel einfach so. Also dieses Kind. Einfach so. Und wenn du jetzt zur östlichen Höhle aufbrichst, wirst du dort den Schatz finden? Bitte nimm mich mit. Yay! Ich möchte mitkommen, mitkommen! Aber ich bin ein Kunde im Ruhestand. Ich kann doch nicht einfach so. Wieso? Magst du etwa doch nicht auf Erkundungen zu gehen? Weil vorhin klang es so, als ob du wirklich gerne davon sprachst. Und du hast so viel Zeit mit dem Rätsel der Karte verbracht. Was für eine Verschwendung, wenn du jetzt nicht hingehst. Es wäre wirklich schade, nicht zu gehen, jetzt, wo das Rätsel, das Geheimnis der Karte gelöst wurde. Aber ich zögere, diesen Ort zu verlassen. Obwohl, eine kleine Erkundung der östlichen Höhle sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich lenken. Na gut. Herr Junior. Du hast recht mit dem, was du sagst. Lass uns auf Erkundung gehen. Wirklich? Ja, wirklich. Aber es ist ein wenig zu spät, um heute noch aufzubrechen. Deine Eltern machen sich womöglich Sorgen. Für heute solltest du nach Hause gehen. Morgen machen wir uns auf den Weg. Oh ja, prima. Ich danke dir. Sehr schön. Lass uns morgen unser Bestes geben. Juhu! Oh, Fluffeluff ist cool. Am nächsten Morgen. Oh, wie süß er schläft. Oh, du Witz. Guten Morgen, Mama, Papa. Morgen, bla. Oh, Mann. Wohin gehst du? Trübwald, Zuflucht von Aramaldo. Ja. Okay, ich geh da mal. Bis später! Pass auf dich auf! Diese ganzen Knuddeluffs und Fluffeluffs und was auch immer. Voll cool. Ja, Fluffeluff.
Herr Fluffy, ich habe gehört, dass ich mit dem Schlitz unter der Verkündung warst. Ja, aber wie war es? Ja, es war sehr schön. Alle sind mittendrin nach Hause gegangen. Ja, gut so. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Hey, Fluffelhoff, lass uns heute zusammen spielen. Ja, es tut mir leid. Ich habe heute bereits etwas vor. Was hast du denn vor? Wohin willst du denn? In den Triebwald. Was? In den Triebwald? Ja, genau. Bis später. Einfach so, ganz stumpf. Ganz stumpf. Dim, 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 dim. Dim. Hey, Fluffelhoff. Ist noch alles gut gelaufen? Ja. Ich kann nicht glauben, dass du entkommen bist. Ich dachte schon, du wurdest von dem Monster verspeist. Hä? Welches Monster? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Nein, Freund? Yeah. Ja, ein Freund. Ich bin gerade auf dem Weg, wieder mit ihm zu spielen. Bis dann. Ganz stumpf. Einfach so. Oh, es ist warm, Alter. Ich sterbe schon wieder hier, ey. Das ist richtig schlimm. Guten Morgen. Nee, da bist du, Herr Junior. Schnell, lass uns gehen. Nun mach schon. Kein Grund, ungeduldig zu sein. Vor einer Erkundung musst du sicher gehen, dass du gut vorbereitet bist. Vorbereitet? Ja. Sieh mal hier. Ja, was ist das? Dies nennt man einen Kalgama-Speicher. Hier kannst du dein Abenteuer sichern und dein Item sortieren. So eine Erkundung, bla bla. Wirklich, wirklich, jo. Oh, hey, hör auf, da rumzuhauen. Na, wie auch immer. Du kannst jedes Kagama-lagerte Item, ja, okay. Ja, das macht Sinn. Das muss ich jetzt nicht nochmal durchlesen. Lager prüfen, lagern. Oh, Almaldos Stimme geht auf meine Stimme. Ohne Witz. So, wir haben ja also ein paar Items, ne? Wir nehmen nochmal einen Apfel mit, genau. Eine Pösefbeere, noch zwei Sinebeeren. Die Belebersamen haben wir alle gar nicht hier drin. Nehmen wir nochmal vorsichtshalber einen Fliehort mit. Geht los. Ja, ich bin bereit. Kann ich nicht. Ich will. Ich bin bereit. Junior, bist du schon soweit? Achso, ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut, lass uns aufbrechen. Wir sind auf der Suche nach dem Schatz der östlichen Höhle. Verstanden, Junior? Du bist noch ein Anfänger, wenn es um Erkunden geht. Sei nicht so frech und halte mich nicht auf. Ja. Oh, ich kann normal reden. Oh. Eieiei. Amaldus Level 28 und er nennt sich ein berühmter Kunde? Dein Ernst? Er ist im Ruhestand mit Level 28? Wow, ich bin ja fast begeistert, ey. Aber nur fast. Mir ist so warm. Ich sterbe hier. Ohne Witz, es ist so richtig eklig warm. Es ist so richtig, richtig eklig warm. Die Musik ist cool. Yeah, dem. Aua. Das tat weh. Dip dim dip dip dim. Dip dip dim. Yeah. Die Musik ist voll cool. Hat irgendwie Style. Dein Ernst? Warum muss ich denn immer auf Fallen treten? Einfach immer. Hm. Ausdauerband. Cool. Einen Kader. Härtner, ist das da... Au! Kann ich? Ja, kann ich. Weg. Alter, Intensität 10 einfach mal gegeben, ey. Einfach so. Heilige Scheiße. Das war... Aua. Ist das da... Okay, gut. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Vor allem, ich dachte mir gerade so, fuck, jetzt sterben wir. Aber gut, dass Armaldo das überlebt hat. Sonst wäre ich echt. Nee. Sonst wäre ich angepisst gewesen. Nee, wäre nicht cool gewesen.
Ach ja. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Bonus-Episode geht. Ich denke mal halt auch nur diesen Dungeon hier. Und der Schatz ist dann diese Perle, die Knuddeluff da hatte. In der richtigen Zeit. Nicht in der jetzt Vergangenheit, die wir spielen, sondern in der Vergangenheit, in der Zukunft. Eine Gegenwartssequenz, die wir am Anfang hatten. Ich glaube, der Schatz ist das Item, oder vielleicht machen die noch eine Erkundung oder so. Und irgendwann wird Amalbo besiegt oder so, keine Ahnung, und Knuddeluff behält halt. Oh, danke. Behält halt das Item von Amaldo als letzte, weiß ich nicht, als letzte Erinnerung an ihn oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Oder halt, das ist schon der Schatz hier und Amaldo ist so begeistert von Fluffeluff und schließt ihn so in sein Herz, dass er sagt, ja hier, du kannst den Schatz behalten oder sowas. Könnte ich mir so vorstellen. Wie gesagt, ich habe diese Bonus-Episode nie gespielt. Ich glaube, ich bin der Meinung, ich kenne Team Charm noch, die Bonus-Episode. Oder in der Story später kommt noch was mit Team Charm, weiß ich auch nicht, genau. Dafür kenne ich halt definitiv die letzte Bonus-Episode. Nee, erst Dicta, nicht, dass der wieder Intensität einsetzt. Ja, die letzte Bonus-Episode kenne ich. Und, also jetzt auch nicht alles auswendig und ich weiß auch nicht genau, was passiert, aber das ist die einzige, die ich schon mal gespielt habe. Woran ich mich jedenfalls erinnere, dass ich sie gespielt habe. Und ich finde sie ziemlich cool. Ich finde sie verdammt cool. So viel weiß ich noch. Level 18, cool. Um 5 KP, oh schön. Ha, oh, herrlich. Ha, oh, schön. Mehr KP bedeutet mehr KP bedeutet mehr KP bedeutet mehr KP. Und bedeutet mehr KP. Da sind noch zwei Items, die würde ich gerne haben. Platscher, dein Ernst. Carpador ist so useless. Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann nicht glauben, dass das dein Ernst ist. Komm mal zu mir einmal, du. Genau. Zack. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt playen soll, wenn ich Mystery Dungeon hier durch habe. Ich habe echt null Ahnung. Scheiße. Ist ein bisschen doof. Vielleicht irgendwie mal einen richtigen Pokémon-Teil. Oder den nächsten Zelda-Teil. Weiß ich noch nicht. Ich will ja eigentlich alle Zelda-Teile einmal let's played haben. Das heißt, es werden noch so ein paar Folgen. Also jetzt nicht unbedingt jede Version jedes Zelda-Teils. Das heißt jetzt nicht irgendwie einmal Wind, einmal Twilight Princess auf der Gamecube, einmal die Wii-Version und einmal das HD-Remake von der Wii U. Weil das, nee. Wenn dann, ja, eins von den Teilen. Wir sind so weit gekommen. Der Schatz, wo mag er nur sein? Oh, kannst du das Licht dort drüben sehen? Lass uns mal untersuchen. Boah, unglaublich. Was ist das? Das sieht irgendwie voll nach Groudon aus, finde ich. Boah, das ist unglaublich. Sieh nur, da ist hier vorne seine Tür. Der Schatz befindet sich wohl hinter der Tür, oder? Nun los, gehen wir. Ja, warte, Junior. Ja, was ist denn? Ist dir an dem Aufbau dieses Raums gar nichts aufgefallen? Sieh mal genau hin. Es gibt eine Art Trick. Ein Trick? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schatz sich hinter der Tür befindet, aber... Nun, wir müssen rausfinden, wie wir diese Tür öffnen können. Stimmt. Oh, irgendwas trinken erstmal für meinen Hals, ey, ohne Witz. Schau mal, oberhalb der Tür. Siehst du das augenähnliche Symbol dort? Ich denke, wenn wir dort einen Fels oder ähnliches reinstecken, wird das etwas auslösen, aber... Da gibt es noch diese
zwei großen Baumstämme auf beiden Seiten. Und diese Öffnungen im Boden sind verdächtig. Der Pfeiler dort drüben und ein eigenartiger Schalter am Ende der Spalte. Wenn wir diesen Pfeiler entlang der Bahn auf den Schalter bewegen, wird wohl etwas geschehen. Eigentlich ist geradezu klassischer Aufbau. Diese Art Falle ist normalerweise recht einfach zu erkennen. Und diese Stacheln in der Wand. Sieh sie an, sie sind immer gleich zu Anfang aufgefallen. Sie sind mir gleich zu Anfang aufgefallen. Und, was ist das für ein Kristall hier? Es geht langsam nicht mehr. Wenn du gegen diesen Kristall stößt, wird etwas passieren. Vielleicht ändert sich die Farbe des Kristalls oder etwas taucht aus dem Boden auf oder so. Ich glaube, so wird es funktionieren. Und hier, sieht fast so aus, als sei diese Vorrichtung auch noch irgendwie wichtig. Schon verdächtig, eine derart vertracktes Ding an einem solchen Ort zu finden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, das alles hier abzuregeln. Es bedarf ein geübtes Auge, all diese Mechanismen zu entdecken. Ich verstehe. Also sollten wir umhergehen und alles ausprobieren. Nein. Auf diese Art können die Tür für immer geschlossen werden. Könnte die Tür für immer geschlossen werden. Und dann noch die ganzen Fallen. Na wirklich? Ich verstehe. Wie auch immer. Dieser Raum steckt voller Gefahren. Wir sollten wirklich vorsichtig weitermachen. Ja, verstanden. Juhu. Was? Luffy! Geschafft, ich hab sie geöffnet. Sein Ernst? Was zum? Beeilung, gehen wir weiter. Was um alles in der Welt ist los mit diesem Engel? Nun mach schon. Na klar. Ist das einfach immer fluffluffs Ernst, ey? Ja, wir speichern einfach mal. Einfach so, ganz stumpf. Denn wir beenden hier jetzt auch den Part. Weil ich glaube, wir machen jetzt einen neuen Dungeon. Und den will ich jetzt nicht anfangen. In 3 Minuten packen wir den, glaube ich, nicht. Aber ganz stumpf auf Fluffeluff, ey. Oh, nee. Aber das machen wir jetzt trotzdem nicht mehr. Das ist ziemlich spannend. Leute, wir beenden hier den Part. Ich bin gemein, ich weiß. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.